Ja, sehr gut. Und dieses Mal funktioniert auch alles, ohne dass es komplett abspackt. Rückwärts mal ganz kurz. Genau. Skalierung, Transformation entfernen. Hier gibt es leider kein Cropping in dem. Oder kann man das hier bei Filter? Gibt es hier sowas wie Cropping? Zuschneiden. Jetzt verschwindet hier nämlich oben dieses komische Flackern auch. Ja, das ist ja super. Oh, ja, dafür wird meine Kamera ein bisschen anders. Also ich kann jetzt nicht mehr so weit nach oben greifen, ohne dass ich out of hier screen bin. Aber ich sollte nicht abgeschnitten sein und es flackert nicht mehr so kacke. Also von daher, ja. Genau, wir haben ja letztes Mal, ich erinnere mich, einen komplett neuen Style für Franklin genommen. Und leck mich am Arsch, war das am Ende der letzten Streams noch lustig. Und heute werden wir nochmal ein kleines Styling machen. Nämlich, jetzt schaue ich aber nochmal ganz kurz. Nee, Franklins Mission ist immer noch nicht zu sehen. Tja, am Arsch. Heute werden wir wahrscheinlich dasselbe mit Michael machen, weil Jimmy hat ja Franklin die SMS geschrieben, dass er dabei sein wird. Also, dass Jimmy bei Michaels Umstyling dabei sein wird. Hier für die Filmpremiere. Hey! See my face, amigo? Re-fucking-member it, I'm your goddamn boss! Alter, what the fuck? Okay, also Michael ist offenbar im normalen Geschäftsleben, wenn es hier nicht darum geht, Leute abzuballern, auch nicht gerade so der Freundliche. Oder vielleicht genau deswegen. So da. Und wir sind. Oh, scheiße, falsch. Wir sind auch direkt neben der, mehr oder weniger direkt neben der Mission gespawnt. Und wir haben Michaels Auto, das ist auch wichtig. So da. Ja, passt schon. So, und jetzt bin ich gespannt, was für einen Stil wir Michael aussuchen können. Zieh bei Ponsonby's ein Smoking an, um zur Premiere zu gehen. Okay. Der Zusammenbruch. Dad, bin gleich bei Ponsonby's. Ich habe einen Wagen. Besorg einen schicken Smoking. Und natürlich wird das wieder nicht gehen. Zu hundertprozentig. Zu hundertprozentiges. This is James DeSantis' personal line. If you've received my resume by email and would like to discuss how my combination of street smarts and book knowledge can improve your business, please leave a message. Schade, dass. Es wäre auch geil, wenn die irgendwelche lustigen Sachen hier auf den Anrufbeantwortern hinterlassen. Das würde ich noch feiern. Aber irgendwann ist, glaube ich, auch genug. So, Anzüge ansehen. Aber wir wollen keinen Anzug, sondern ein Smoking. Das ist ein Smoking? Ja gut, es ist vielleicht ein Smoking, aber es ist nicht einer mit Fliege, weil bei Smoking denke ich halt persönlich immer sofort an hier den klassischen mit Fliege oder den mit einem Knopf offen, aber nicht mit Krawatte. Es schaut irgendwie. Ja, es schaut nicht schlecht aus, aber ja, wir können wahrscheinlich keine Fliege oder sowas kaufen. Oh, das war's schon. Triff dich mit Jimmy. Jacken, Anzüge, Hemden, Anzüge,
Aber sowas wie nur eine Fliege oder was können wir uns nicht anziehen, oder? Statt der Krawatte. Hier sind zwar überall Accessoires und so. Ah, vielleicht hier bei den Anzügen. Aber das sind alles Anzug und Sportsackos. Vollsportsacko. Ja, nee, das ist nicht so gut. Ah, damn it, keine Fliege. Naja. Dann halt nicht. So. I paid this guy to drive us. Get in the back. Oh. Okay. Von unserem Geld. The Oriental Theater on Vinewood Boulevard. Open that champagne, Jimbo. Woohoo! Me and the big dog getting our drink on. Hey, hey, where you going with that? Woo! My dad's a movie producer! Jimmy, get back down here. Which makes me a movie producer's kid. Jimmy! I'm gonna ride out the next two recessions without ever having to work. And I'm gonna get a sports car and a drug habit before appearing on Reality Rehab Show. What the fuck? Alter, der ist echt... Ich glaube, der vertragt das I'm nicht. I'm gonna sell my story and become really judgmental. And I'm gonna use all the contacts I make in treatment programs to become a producer too. And I'm gonna make even shittier movies than my dad does. Cause I don't care about movies like him. For me, it's just an opportunity thing. Woo! Yeah! You see the Striz Edge losers? Jizzle in the movie bizzle. Hear that, Vinewood? You hear that, Vinewood? Hey, I hear it, and I don't like it. We're going to the Oriental Theater on Vinewood Boulevard. Get back down here. And not to, like, gawk at celebrities from behind a barrier. We're actually, like, properly invited. V to the I to the P. Jimmy. Read my neck rolls. Entitled. E-N-T. Titled. As I am. Jimmy! Oh, Pop, chill. I'm done spraying this shizzle. Let's take a drink. Oh, shit. Jimmy, shut up a second. Hey, Devin, look. I need to say about Molly, man. I'm sorry, but I didn't do it. I told you to slow it down, slick. It was an accident. I was there, but I had nothing to do with it. Sure, yeah, hey. You made a fool out of me, Michael, and that is something I'm not gonna forget. Look, Devin, I said I'm sorry. I feel bad for you, but you don't threaten me, because this movie's happening, all right? So let's just calm down and try to be friends again. Oh, absolutely, Slick. Forgive and forget. Namaste. Hey, we're here. Alles klar. Oh, wir können auf dem roten Teppich laufen, na? Pop, you know, I'm really proud of you, even though you did make a pretty shitty movie. Well, thank you, hey. Jim. Where are the girls? They're at home. You know, they'll express their pride by showing up really late. Of course they will. And they will do whatever you need them to do on set, but you need to show up first. And have you ever thought maybe I shouldn't shoot sex scenes in a green screen kind of environment? Yeah, it's the thought has crossed my mind, I suppose. Thanks, Antonio. Give me nice and tight. Hey, it's Laszlo on the red carpet of Meltdown. Some big stars, some beautiful dresses. We're gonna see some side boot tonight. Come on. We did it! Solomon! We fucking did it! Fucking A! Fuck you, fate! I may be a lecherous old has-been, but I'm a has-been with a premiere at the Oriental Theater on Vinewood Boulevard. I'll see you in there, kid. Hey, thanks. Enjoy the picture, everyone! Mr. Richards, hi. If I could just bother you for a second. I'm Laszlo from Fame or Shame, but I do some acting on the side. I was wondering if... Oh, yeah, of course. You should come see me, kid. I think I got a project that would be perfect for you. Oh, that's fantastic. It's called The Closet. Really modern stuff. Pervert. Come on. No. Let's go over She's here. Lying, okay? I never had surgery. Come on. Milton, hi. Sorry to bother you. Quick question. Get in here tight. Loved the movie. Well, thank you so much. I appreciate it. When you were that polar bear and you had to eat your baby, I mean, that was... Okay. All right, Jesus Christ. That was emotional. Stick and I just have a hug. That really affected me. All right, I gotta what go. What the thank fuck, so einfach excuse nur. Excuse me. Come on. Die haben alle einander Waffe.
Fast wie in echt. Ah, Laszlo. Oh, shit. Come on, shit, Dick. Where the hell is she? Looks like she stood you up. Hey, hope I'm not too late. I wouldn't miss this for the world. Devin, the fuck are you doing here? Hey, what a movie, huh? Meltdown. That's congratulations, Mikey. We did it. Hey, let's get a picture, huh? You, me, the proud producer. Such a pleasure working with you. You see, I was here. Unlike your wife. Seems to be stuck at home. You twisted fuck! You're a dead man! Let's go, Jim. Come on! Hold on! Where's Mom and Tracy? Come on! The girls might be in trouble at the house. Oh, shit. Du hast 2 Minuten, um dich für deine Familien zu opfern. Du Arsch. Yeah. What happened? I don't know. This rich asshole is pissed off at me because I didn't shit-can the movie. And then his lawyer died, and he just told me he's gonna hurt your mom. You killed his lawyer? And now he's gonna kill Mom and Tracy? He ain't gonna do anything if I got a say in it. But you fucking killed his lawyer? No, I didn't. It was an accident. I would never do anything to put you in danger. Shit. All right. Okay. They'll be fine. They're tough. This is just a movie guy, right? He's not a gangster or anything. No, he's not a gangster. He's just extremely rich. He says he's got all these connections. I'm sure it's just talk. Ja, ich glaube irgendwie nicht. They're gonna be fine. They're gonna be fine. Oh shit. That's not a family car. All right, Jimmy, you gotta hide. I'm gonna find the girls. Alles klar. He's home, you prick. Hey, you asshole. Ah, you want me? Kill one me. Of them's in with Tracy. We gotta get in there, Michael. He's in there with our girl. Mom, Dad. Fucking animal. Do something. Help me. Stop Daddy, it. Daddy, help me. Get away from her. Be quiet. Please, fucking animal. Me. I love. Okay, okay. You just stay here. Keep your heads down. Be safe, baby. Don't you worry about me. Clear the house! Oh! What the fuck? Occupants. So, Renovierung! I'm bone dry! Was ist das? Hä? Frag out! Not yet! Stay put! We got 4 names on our list! Was? Ach so, Jimmy auch. Neither do I. Just keep calm. I need you to cover me, asshole! I'm coming for you! Don't see me fire! Are you happy now? So, wo bist du Pisser? Ah, der ist da, oder was? Who's got my back? I need cover! Ha! I told you to fuck off! So, hier wollen wir eigentlich nur Yoga machen, ihr Pisser. What the fuck? Ach so, es regnet. Alter, es regnet so krass. Ah. I'm fine, Trace. You just stay down, sweetie. No one's gonna kill you. Sind die oben? Daddy's got this. Achso, nein, die haben die Tür zugemacht. Ich dachte schon, jetzt müssen wir regelmäßig hin und her. Scheiße. Ich dachte, jetzt müssen wir regelmäßig hin und her laufen und schauen, ob bei denen wer ist, dann wieder unten klären und so weiter. Aber offenbar muss man einfach nur alle auf alle warten. Leaves! Was? Wie hat mich das um die Ecke getroffen? What the fuck einfach nur? Wie? Clear the house! All occupants! It's over! Hä? Das ist durch die Wand. Na okay.
Oh, das ist Michaels Spezialfähigkeit. Not yet. You dirtbag! Are you alright? Retreat! Yeah, I guess that's that, motherfucker! So, sorry für die Vase, Amanda. Alright. Ja, hier der Yoga-Typ. Also nicht der Yoga-Typ, aber... So, und jetzt glaube ich... Neither do I. Just keep calm. Hey. Daddy? Give it up, are you okay? I'm fine, Trace. You just stay down, sweetie. They're going to kill us, Dad! No one's gonna kill you. Alter, komm jetzt von Daddy's da. Daddy's got this. Help him, Daddy! Go, go, go. I'm changing clips. Ja, das hättest du mal nicht laut sagen sollen. Was das? Sind wir echt vorhin am letzten gestorben? Wenn das jetzt der letzte war. Oh nein, da kommen noch mehr. Oh, da kommen noch einige. Hier ist, glaube ich, ein sauguter Spot. Get down! Oh shit! Nein! Fuck, Alter! Die sind dann auch so schnell bei mir! Leck mich! Alter, und jetzt wieder von vorne, okay? Oder? Da gab es keinen. Clear the building! No one leave! Frag out! Not yet. Stay put. Clear the... I don't like this, Michael. Neither do I. Just keep calm. Who's got my back? I need cover. You're going down! Take cover! Shot! Dickhead! To the floor! Haha! Boom! And boom! So, ich glaube, die ist besser. Wobei, weiß gar nicht, ob die besser ist als die Pumpgun. Hä, da ist noch einer. Daddy, are you okay? I'm fine, Trace. You just stay down, sweetie. They're going to kill us, Dad! No one's gonna kill you. Daddy's got this. Dad's like more of a badass than that, right? Damn! Ha ha. So. Wo kommt jetzt das Auto? Jetzt muss ich theoretisch hier die Einfahrt lang kommen. Oh ja. Oh shit. Drop it, prick. Oh la 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 la. Get out of here. Oh ja, das ist gut. Ich hoffe, wir haben nur Michaels Auto nicht zerstört. Sehr freundlich. What the fuck is this? I need some help.
So, komm. Komm. Drop it, prick! Alter, wir sind echt... Jetzt sind wir tatsächlich, glaube ich, gerade am letzten verreckt. Ja, ist ja Trace, super. Amanda, I think they're Oh, shit. Got you, you dick. It's gonna be all right. No, it's not. What was that? Someone there? I'm gonna start shooting! Fuck! Yeah, you like that, don't you, huh? Take it off. Get the fuck off me! I thought I was on that guy. So you sit on his face? It's called teabagging. I really fucked him up good, though, huh? Right, listen, I'm gonna make a call. It's all gonna be okay. Stay put. Was? Alter, das wäre ja genial. Alter. Wie kommt der überhaupt daher auf einmal? Achso, er war ja logischerweise draußen. Aber wie kommt er hier rein? Der Zusammenbruch. Missionszeit durchs Bodenblech. Okay. Spezialeinheit und irgendwas anderes. Aber okay, das war relativ cool. Auch wenn ich mir gewünscht hätte, dass wir am Anfang mit der Limousine selber fahren. My house, Lester. My house. So I asked Amanda and the kids to move out for a few days. I hate to say it, but Meriwether isn't short on excuses to come and kill you, nor is Devin Weston. I ain't looking for perspective, Lester. They came after my family. All right, all right. I don't know what to say. Does this change where you stand on the Union Depository? Hell no. We move on that right away. Before it gets any hotter. That's smart. Meet me at the strip joint. I'll get word to Frank and Trevor. What the fuck ist das hier? Oh, hier war das, wo hier Fahrgeschäft war, oder? Ja, genau. Oh, das heißt, wir können vielleicht hier Achterbahn fahren. Das große Ding geht endlich wieder weiter. Aber hier steht, dass Michael 2 Missionen hat. Oder fängt jetzt genauso buggy an wie Franklin. Also ich sehe nur eine Mission. Aber es kann halt auch noch kommen. Wir wechseln erstmal kurz durch. Ah nein, scheiße, ich wollte zuerst das Fahrgeschäft vielleicht machen. Wurscht, wir wechseln kurz durch und hoffen, dass Michael immer noch dort ist. Sobald wir durch... Wir schauen nämlich... Ich wollte nämlich nur kurz schauen, ob hier die Mission von denen... Oh, er ist schon dort, direkt. Titties, titties, titties! Hey, you want me to fuck you up? Increase peace! Okay, also er ist. Oh, man kann hier auch von drinnen tatsächlich. Ich habe hier heute jetzt zum ersten Mal dieses, was hier steht, Ansicht wechseln. Hier, genau. Da steht Ansicht wechseln. Das habe ich heute zum allerersten Mal gesehen. Okay, jetzt fühle ich mich offiziell dumm. Okay, aber er hat hier tatsächlich nur diese Mission. Und Franklin dann wahrscheinlich ebenso. Wir bleiben jetzt natürlich erstmal bei Michael. Das heißt, ich hätte die ganze Zeit hier auch aus seinem Haus raus die Dinge sehen können. Franklins Haus. Alright, shit, it's time to go. Alter, er mit seinem neuen Look, das ist ja echt. Moment, das heißt... Nein! Ah doch. Man kann das auch hier machen. Seht ihr, ich habe nämlich immer hier gedrückt und hier stand nirgendwo, dass man auch anders sich anschauen kann. Aber man muss erst einmal auf Ja drücken, also auf Auswählen und dann kann man erst... Na, das muss einem auch einmal jemand sagen. Okay. Dann versuchen wir jetzt hier doch nochmal das Fahrgeschäft mit Michael. Und dann geht's heute vielleicht tatsächlich los mit dem großen Ding. Aber erstmal schauen wir hier.
Erstens verspreche ich nichts, weil eventuell kommt jetzt eben ein Anruf hier für diese andere Sidequest, die wir haben. Und vor allen Dingen möchte ich jetzt erstmal hier Achterbahn fahren oder was auch immer das hier sein soll. Einmal steht hier, auch hier Fahrgeschäft. Riesenrad fahren, oh. Ferris Wheel. Whale. Ferris Wheel ist, glaube ich, das echte in Los Angeles oder Las Vegas oder so. Perspektive ändern. Okay. Das ist jetzt nicht sehr spannend. Gut, dass man das überspringen kann. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie geiler Scheiß und nicht Riesenrad fahren. Das finde ich schon in der Realität unfassbar langweilig. Oh! Michael, did you find them? Who? The person who sent the mercenaries to our house. I'm working on it. Are we safe? You said we would be safe. He's not gonna try that again. I'm on top of this, Amanda. Trust me. Really? You're sure? I'm positive. Look, I love you, baby. I'm gonna take care of this. Okay, finde ich übrigens cool, dass dieses nicht kleiner als Ding No Shrimp Under ist. Okay, ja. Oh, aber das genau, Achterbahn fahren, das ist mal vernünftig. Der Leviathan. So, das werde ich jetzt sicher nicht überspringen, weil das könnte jetzt echt sehr geil werden. Und? Doch, das ist gerade sehr fun. Das erinnert mich an hier Rollercoaster Tycoon. Es gab dann ähnliches wie Rollercoaster Tycoon. Da konnte man auch seine eigenen Achterbahnen bauen. Und ich habe das immer bis zur kompletten kompletten Verrücktheit getrieben. Wollte die längste Strecke bauen, die überhaupt geht, wo es immer nur quasi zack, 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 dann eine Ebene runter, zack, 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 zack. Alter, Tracy schon wieder. Trace? Daddy, are you okay? Yeah, sure. Why not? Cause some guys came to our house with automatic weapons, maybe? I'm dealing with that, honey. You don't need to worry. Money doesn't matter when you're dead, Daddy. Huh. Also ganz ehrlich hier, Devin Weston und hier Steve vom FIB. Ich hoffe inständig, die beiden bekommen nochmal ihr Fett weg. Und ich bin froh, dass wir nicht unser Auto gesprengt haben in der vorigen Mission. Ich liebe das so. Und warum parkt Michael auf dem Behindertenparkplatz? Also bei Trevor wegen geistiger Behinderung könnte ich es ja noch verstehen, aber Michael? Oh, nee, wisst ihr, was wir auf jeden Fall machen, bevor wir hier das große Ding machen? Weil ich mir fast vorstellen kann, wir fahren uns hier einfach runter. Weil ich kann mir echt gut vorstellen. Weil ich kann mir echt gut vorstellen, dass hier das große Ding mehr oder weniger die letzte reguläre Mission ist. Und dann geht es im Story-Modus nur noch hier um quasi die Story abzuschließen mit Devin und Steve und alles. Deswegen, weil wir noch eine Nebensache bei Trevor haben, tatsächlich. Bilde ich mir zumindest ein, dass wir die haben. Wenn mich nicht alles täuscht, deswegen schaue ich jetzt gerade auch nochmal. Weil hier Mord hat ja uns einmal eine Sache geschickt und ich habe das nie gemacht, bilde ich mir ein. Oder habe ich das irgendwann mal gemacht und habe es schon wieder vergessen? Das ist hier in den Bildern. Ne, in den SMS, oder? Wenig Schilder, okay, ja, nee. Cletus. Martin, Chefkoch. Nee, hä? Property. Oh, vom Hangar haben wir wieder Stuff.
Da könnten wir eigentlich auch mal hinschauen, aber... Animal Ark Biotierladen. Ich habe Firma vor 3 Jahren gegründet. Yo, what's up? Es ging bla bla, ich höre bla bla. Alter, was ist das? Es ist doch Spam! Du hast einen jungen Typen gesehen und das... Oh, das ist... Oh, das habe ich da... Ich habe das echt nicht gelesen. Ich dachte, das ist irgendwie tatsächlicher Spam, der hier irgendwie dazu gemacht wurde. Einfach damit es ein bisschen realistischer oder was wirkt. Aber tatsächlich, das ist, weil wir einmal einem Typen mit Fahrrad geholfen haben. Vanilla Unicorn. Let me get beastie on you, baby. Wo ist denn das? Hier, Mord. Look who it is. Larry Tupper. Ja, das ist neu. Genau. Das ist nämlich, ich bilde mir nämlich ein, wir sind da mal vorbei. Das ist nämlich, glaube ich, die Kirche, wo wir einmal diese Braut vor ihrem... genau dasselbe habe ich damals auch gesagt. Hier, so eine Straße und da geht so ein Strich noch dazwischen. Das war irgendwo hier oben, bilde ich mir ein. Hier, irgendwo hier. Vielleicht auch eher ein bisschen weiter hier. Hier, nicht wirklich, oder? Oder doch? Nee, nicht so weit. Hier, nee. Ja, doch, hier! Genau das hier! Genau das hier mit diesem Strich und dieser Straße. Doch, hundertprozentig ist das genau da. Ja, hundertprozentig. Larry Tupper, ich komme. Hey, Trevor, die Girl, you're real hospitable. Wir stehen in denen. Okay, schnell wieder weg. So, da, hier ist der Ausgang. Oh, Moment, Geldautomat? Oder Spielautomat? Geldautomat zugreifen. Ich dachte jetzt schon, wir haben eine Geheimzahl. What the fuck? Oh, Downtown Cab Co. Vanilla Unicorn, Feldhanger, Bargeld Einzahlung, McKenzie Feldhanger. Oh, wir haben inzwischen 500.000. Das ist echt cool. Ich frage mich, wie viel wir dann nach dem großen Ding haben. Vielleicht können wir uns dann endlich einen Hubschrauber kaufen. Das wird auf jeden Fall das Letzte sein, was ich hier in dem Spiel mache. Mir einen Hubschrauber kaufen. Einfach aus Prinzip. Und wenn ihr nicht wisst, was das für ein Prinzip ist, verfolgt ihr hier diesen Stream, sagen wir mal nicht lange. Also, Moment, das war nicht deutsch, oder? Also, verfolgt ihr diesen Stream nicht lange. Scheiße. Ich dachte, hier geht's weiter. Scheiß Obdachlose, warum habt ihr denn hier so... Ja gut, es ist schon irgendwie sinnvoll, dass die jetzt nicht hier quasi bei einer Durchfahrt ihr Lager haben. Egal. Oh, shit. Ich glaube, ich bin hier so ein bisschen stuck. Alter. Alter, wie habe ich mich hier rein manövriert? Das ist echt unglaublich. Das kann auch nur mir passieren. So, ich wollte nämlich eigentlich einen möglichst schnellen Weg fahren, aber ja. Aber wir kommen eh bei Vinewood vorbei und dort gibt es im Normalfall auch die schnellen Karren. Leider nicht Michaels Hupe. Patricia! Trevor! Oh, it's good to speak to you. My thoughts are with you. Is he, Martin? Does he treat you well? Have you ever
You're a sweet boy, Trevor. A sweet man. Trisha, I really miss you. I have to go. Okay, ich frage mich, ob da noch irgendwas passieren wird, dass wir mit bei Patricia jetzt doch irgendwie noch eine Mission haben, wo wir den Typen, der eigentlich das Ganze hier, weil wegen Michael, ist hier das Ganze überhaupt erst ins Rollen gekommen. Dadurch hat er den Überfall gemacht, dadurch ist Trevor auf ihn aufmerksam geworden. Also das ist alles durch den Typen eigentlich hier ins Rollen gekommen. Beziehungsweise seine Tochter, Nichte, Cousine, hier die Frau, der das Haus eigentlich gehört hat, wo Michael hier das vom Tennislehrer abgerissen hat. Genau. Also vielleicht, dass wir sogar, um es ein bisschen zu closen, dass wir da irgendwie eine Art Final Mission mit ihm haben. Ja, ich weiß, es ist nicht sinnvoll, hierzu gleichzeitig was zu machen und zu fahren, aber wird schon passen. So, jetzt gab es irgendwo eine SMS hier. E-Mail. Ich verwechsel hier in dem Spiel auch immer E-Mail und SMS, weil man hier auch beides übers Handy macht. Und ich mache in der Realität meine E-Mails wirklich immer nur über einen PC. Ich bin nicht so ein Freund von hier am Smartphone hier E-Mails zu haben. Keine Ahnung, es ist halt einfach erstens nicht meins und zweitens, ja, ist es, finde ich, sicherheitstechnisch auch nicht gerade saugut. Die reinsten Herzen brechen am leichtesten. Ich möchte Ihnen nur sagen, dass Sie immer in meinem Herzen sein werden. Mein Herz ist voll, weil Sie darin sind. Machen Sie es gut. Was wir zusammen hatten, war etwas Besonderes. Ich liebe Sie, aber ich bin eine Ehefrau und eine Ehefrau muss an der Seite Ihres Mannes stehen. Patricia M. Also, wie hieß der nochmal? Martinez? Nee, Martin Madrazo. Genau, Madrazo. Patricia Madrazo. Oh, Moment, konnten wir darauf antworten? Nee. Egal. Hier, das müsste das sein. Und das ist nicht da, wo ich mir gedacht habe, wo es ist. Don't you move! You're coming with me! Get that bastard! Okay, enough already. You got me. Aw, that's better. Now let's go before I change my mind on the whole dead or alive thing. In! Now! Ja, wir nehmen jetzt einfach sein Auto. Was? Hallo? Hallo, okay. Pathfinding hoch 10. Alter, hier ist echt Scheißwetter. Whoa, hang on. Surely it ain't. Trevor Phillips? Am I that forgettable? Well, I was pretty messed up back then. And you, well, years ain't been kind to none of us, have they? How you been? What? I can't complain. Yourself? You know, up and down. Look, sorry for that back there. Didn't know it was you. Hey, no harm done. Glad to hear it. Huh, well, isn't this pleasant? Okay, also sie haben offenbar Vergangenheit, auch wenn ich keine Ahnung habe, was für eine Vergangenheit die damit haben. War der so ein bisschen wie Wade? As we're old acquaintances, what do you think about giving me a pass this time? All I did was cook up a badge, not even a real crime. You know how it is. Well, let's look at this objectively, shall we? You've shot at me, insulted my rugged good looks, and shamelessly gone after my market share. I just consider yourself extremely lucky. Your heart is still beating and not being stomped under my foot right now. Oh yeah, right. I heard about Johnny. Oh, das war der am Anfang. If it wasn't for the fact I'd made a commitment to Maud and have a soft spot for the mature woman. Maud? Oh, hell, she smells like spoiled chicken feed. Maybe you can work your charms on her. See if she'll let you off.
She's certainly hankering for some male company, huh? What'd you think? No way. I'll take the jail time. How did you not see me? Okay, das war eine geile kleine Bemerkung. Naja, Moment, eine Sache. Habt ihr überhaupt Sound? Ich hab das heute nämlich ganz vergessen Second zu checken. Second bail jumper and I already know the feller. Maybe I need to take audit of my social circle. Well, was? Warum haben wir auf einmal die Bullen am Hals? Cops! Mind you, what am I worried about? I'm already going to jail. Ja, aber ich will nicht in den Knast, sondern nur du. Theoretisch könnten wir uns das eigentlich einfach hier im Feld stehen lassen. Und es sollte alles passen, oder? Weil die werden jetzt mit einem Stern keinen Hubschrauber schicken. Hoffe ich mal inständig. Und von daher... passt doch. Wollte gerade schon sagen, wenn ich wieder stuck bin, wie vorher in der Stadt, dann wäre das echt ziemlich scheiße. So, komm. Weg mit euch, Bullen. Ja, ich bin hier nimmer mehr. I could just get out here, seeing as we're stopped and all. Oh, wir sind direkt neben Mord. Das habe ich natürlich gewusst, als ich hier in die Einöde gefahren bin. Dass hier Mord ist. I see we have guests. Hello, stranger. Who's this? Hello, Maud. I found this man wandering the streets, and I thought that maybe you might be able to find him a home. I think I can do that. Anyway, let's not waste all day with inconsequential chit-chat. You'll be receiving a file from me shortly. Dir noch ein Auftrag hinterher. Abgeschlossen, Flüchtling Larry Tupper. Hi, Turbinator. Ja, weil ich glaube, wir werden uns heute nicht auf das große Ding einlassen. Das gibt's dann beim nächsten Mal. Ich weiß leider noch nicht, ob ich am Freitag oder Samstag überhaupt streamen kann. Wenn, dann wahrscheinlich wieder am Nachmittag und nur eine Stunde, bevor ich in die Arbeit muss. Vielleicht am Sonntag am Abend. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, aber es wird definitiv demnächst wieder sein. So, ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal so roundabout Richtung hier. Mit ein bisschen Glück bekommen wir gleich von Mord hier den nächsten Auftrag. Alter, ich lese, ihr Pisser! Wobei, Moment, wenn wir schon hier in der Gegend sind, können wir doch eigentlich auch nochmal hier einen guten alten Flugauftrag annehmen. Oder? So, Race Organizer. Jetzt haben wir das hier auch alles so ein bisschen besser organisiert. So, also zumindest bei Trevor schaut es jetzt eigentlich wieder gut aus. Das ist ja wunderbar, dass du es endlich mal wieder geschafft hast. Und das am Dienstag und gar nicht, wenn ich Freitag streame. Wobei, Dienstag ist wahrscheinlich auch einfacher, oder? Weil Freitagabend haben wir im Normalfall vielleicht andere Pläne, aber Dienstagabend ist so... In der Hinsicht verstehe ich eigentlich auch Streamer, deren wirklicher Job es ist, 6 bis teilweise manche Streamer, also ich kenne Streamer, die streamen bis zu 6 Tage die Woche und da oft 9-10 Stunden. Das wäre halt für mich persönlich viel zu viel, also selbst wenn ich meine Brötchen dadurch verdiene, ich glaube, weil irgendwann hast du einfach nichts mehr Interessantes zu sagen, keine interessanten Erlebnisse mehr zu scheren. Und insofern finde ich es eigentlich echt besser, dass ich nur einmal die Woche, vielleicht mal zweimal die Woche streame. Und eben nicht meine Brötchen damit verdiene, weil da habe ich vielleicht nochmal eine Geschichte, wie heute die mit dem Unfall, der mir passiert ist. Speak to me, amigo! What's happening?
I got some new intel on the Salvadorians. They're bringing the guns in by sea and moving them out by rail. You could take out their boats and the freight train. We could put a freeze on their supply channel. You make it all sound so professional. Zerstör die feindlichen Ziele. Alter, wo sind die jetzt schon wieder? Ja, mir geht's entsprechend dafür, dass ich auf der Arbeit einen Unfall hatte. Sind es nur die beiden Ziele? Okay. Wir gehen hier zuerst an das Schiff, würde ich sagen. Erzähl bitte mal mit dem Unfall. Ja, also prinzipiell auf der Arbeit mit der Straßenbahn war es einfach so, dass ich mit der Straßenbahn einen Unfall hatte. Also keine Verletzten oder was. Also jetzt nicht irgendwie, dass einer gestorben ist oder irgendwie, keine Ahnung, unter die Straßenbahn gekommen ist oder von der erfasst wurde oder was. Halt einfach normaler Blechschaden. Von daher, ich darf jetzt, also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, ich darf, / zumindest sollte nicht zu viel Details sagen. Zum Beispiel sollte ich keinen Namen erwähnen, wer beteiligt wurde. Ich kann nur sagen, es war nicht meine Schuld, um nicht zu sagen, es war 100%ig nicht meine Schuld, sondern die des Gegenübers. Und ja, also insofern habe ich mir zumindest nichts vorzuwerfen, und bis auf das, dass ich halt jetzt heute 1-2 Stunden Papierkram machen musste. Right on target. That should slow down their operation. Sehr schön. Und jetzt der Güterzug. Okay, ja, also wie gesagt, sorry, falls du jetzt Details wolltest, irgendwelche Art Turbinator, aber ja, wie gesagt, erstens fühle ich mich dahingehend auch nicht irgendwie gut, wenn ich jetzt irgendwelche Sachen sagen würde, weil es halt, wie gesagt, nicht meine Schuld ist. Wenn es jetzt irgendwie, okay, es ist meine Schuld, weil, wäre das viel einfacher, weil dann ist es halt mein Bier. Aber dadurch, dass es halt nicht meine Schuld war und ich jetzt auch niemanden, selbst wenn ich den Namen nicht sage, jetzt irgendwie in irgendeiner Weise denunzieren möchte, auch wenn denunzieren da jetzt vielleicht ein schlechtes Wort für ist, aber ihr versteht hoffentlich. Hey lol, die Mission habe ich noch nicht gespielt. Wie viel Prozent hast du denn? Das ist jetzt irgend so eine random Mission, die beim Flugfeld. Also bei Trevors Flugfeld habe ich jetzt einfach mal vorbeigeschaut, weil wir gerade in der Gegend waren, bis wir Mords nächstes Ziel finden oder Ziel bekommen. Wo ist denn eigentlich der? Achso, der fährt ja jetzt. Oh, der fährt. Stimmt, das ist dann gar nicht mal so. Oh, scheiße. Wir sollten übrigens nicht über das, ich weiß es nur nicht, in welche Richtung er fährt, aber wir sollten ja nicht über das Gefängnis fliegen. Wurde uns ja mehrfach erzählt. Von einmal, glaube ich, sogar dem Typen, der jetzt hier bei unserem Funk ist. Ah, werden wir beschossen? So. Und nee. Fuck, I missed him. Come on, don't let those motherfuckers... Was habe ich jetzt gerade gemacht? Alter, habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? What the fuck, einfach nur... Okay, wir machen nochmal einen Anflug. Das... Also hätte ich das gewollt, wäre ich sicher verreckt. Aber so aus Zufall hat es funktioniert. Wie viel Prozent? Ja, ich muss dann eh bald aufhören und speichern. Da siehst du dann, da sehen wir dann die Prozent. Genau. Come on. And again, nailed it. Back on top, man. That's all of them. You can fly back to the airfield. Alles klar, lande auf dem Flugplatz. Er ist jetzt wieder eine halbe Weltreise zurückzukommen. Sowas passiert nur, wenn ich nicht zuschaue. Mann. Ja, du kannst ja in Twitch jetzt hier mal kurz zurückspulen und dann wieder auf das Aktuelle kommen. Weil jetzt fliegen wir hin und zurück. Right on schedule. Diversification.
The only way to survive in today's shadow economy. Are you talking to me? I never knew there was such a demand for weapons in the Sonora Desert. Aside from my personal requirements, of course. This is the Wild West, man. It all goes through here now. Drugs come in, guns go out. And they say we don't export anything anymore. We can move product from Liberty City to Mexico City and back in 24 hours. Yet, I still can't get a pizza delivered to Sandy Shores. Kannst nicht zurückspulen? Also ich weiß nur, in Twitch geht das im Normalfall, indem du das nimmst, was ganz rechts ist, das Live, also ganz rechts ist Live. Du nimmst das mit der Maus oder mit dem Finger, je nachdem, ob du mit dem Handy schaust, und dann ziehst du das einfach so ein bisschen nach links. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Oh shit, das ist schlecht. Tendenziell. So, sehr gut. Abgeschlossen. Ich kann, wenn du dann beendet hast, mal schauen. Ja, wie gesagt, eigentlich sollte das auch, also ich habe es zumindest schon mal bei einem Streamer im Stream gemacht, ein bisschen das zurückgenommen, also hier quasi... Nee, ist gar nicht seitenverkehrt. Doch, nee, ist nicht seitenverkehrt. Oh ja, genau, hier ist... Und dann können wir vielleicht mit dem Fliegermordsauftrag erledigen. Du nimmst es einfach rechts. Also da, wo jetzt live ist. Und dann ziehst du es zurück. Das ist zumindest bei mir gegangen. Keine Ahnung, das ist auch wahrscheinlich schon Monate her. Also vielleicht geht das nicht mehr und das geht nur mehr bei Aufzeichnungen. Finance Guy, my favorite. Nächster Kerl ist ein Krimineller der übelsten Sorte, ein Banker. Für einen echten Draufgänger, Internetpersönlichkeit. Glenn Scoville. Oh! Das müsste ganz oben auf dem Berg sein, oder? Der ist super, dass wir hier mit dem Flugzeug, weil... Das ist nämlich hier, glaube ich, die Haltestelle. Hier die Ding von dem, also hier oben. Müsste das ja theoretisch sein. Let's try! Dann schauen wir mal. Da ist super, dass wir hier mit dem Flugzeug gerade ankommen. Weil mit dem können wir natürlich relativ easy hier die Spitze des Berges erreichen. Alter, ist ja echt eine Buckelpiste. Aber er hat irgendwie Charme. Und dann können wir... Wobei, ich würde gerne mit Michael hier die Mission für den großen Heist starten. Naja. Das ist eigentlich hier so ein kleiner Weg, der sich hier so umschlängelt. Ich sehe hier nicht mal einen Weg. Naja. So da. Und nach der Mission muss ich dann auch wirklich aufhören, weil... Ja, es ist schon fast 20 Uhr. Plus mein Essen wird dann bald fertig sein. Heute gibt es übrigens mal wieder Hotdogs bei mir. Irgendwer hat sich das jetzt in letzter Zeit so eingebürgert, dass Dienstag es Hotdogs gibt. Nach dem Stream. Wenn ich Dienstag streame. Wenn ich nicht streame, nicht unbedingt, aber wenn ich streame, finde ich Hotdogs eigentlich ganz geil. So, das müsste hier theoretisch sein. Nicht Strömungsabriss. Okay. Haben wir unser Flugzeug hier geparkt, unter Anführungszeichen. Jetzt müssen wir nur einigermaßen vernünftig hochlaufen können. Aber im Normalfall so im Zickzack, wenn man läuft, funktioniert das bei sowas. Okay, und hier ist, glaube ich, schon... Ja, hier ist ein Weg. Okay. Sehr schön. Wie gesagt, das müsste hier sein, oder? Hier die Seilbahnstation. Ja, das schaut richtig aus. Aber hier ist keiner.
Schnipsel gesammelt. Briefschnipsel. Was? Bitte was? Briefschnipsel? Hä? Was ist das jetzt schon wieder? Aber das ist doch das hier. Oder? Jo, das ist aber hier. Hä? Wo ist denn der? Das ist hier. Aber hundertprozentig. Ich laufe hier mal ein bisschen den Weg lang. Vielleicht ist der hier auf dem Weg irgendwo. Opa. Ich dachte gerade, da kommt jetzt irgendwas. Ausdauer? Ja, am Arsch! What the fuck einfach nur? Wo ist der? Ist der hier oben? Ist so eine kleine Aussichtsplattform. Und hier sind Bikes. Okay, wir können hier irgendwas machen. Fernrohr schauen, ja, wow. Hey, da hinten ist Los Santos. Geil. Und das eine Gebäude, wo ich öfter habe versucht, drauf zu landen und es nie funktioniert hat mit dem Fallschirm. Aber was war die andere Option? Ach ja, kann ich herauszoomen. Okay, na dann. Hat jetzt $2 gekostet, ist also jetzt nicht wirklich so das große Geld. Oh, Moment, ich habe noch eine Idee, wo er sein könnte. Keine Ahnung, ob das realistisch ist, aber er könnte theoretisch hier drauf sein. Wie komme ich denn da hin? Komme ich da irgendwie drauf, ohne zu sterben? Fast! Nein! Damn it! Komm ich irgendwie? Okay. Vielleicht auf der anderen Seite. Ah ja, hier schaut's besser aus. Oh, ja. Ja! Wo bist du, du Geschissener? Alter, wo ist der? Wo ist der, bitte? Letzten Samstag warst du auf einem Geburtstag, Tobinator. Auf deinem Geburtstag? Oder auf einem Geburtstag? Oder war irgendwie Familie oder Freunde oder was? Oder war es dein Geburtstag? Ah! Familie, ja. Ich glaube, das ist hier gerade ein relativ guter Zeitpunkt, hier zu beenden. Leck mich, wo war der letzte Speicherpunkt? Bitte sag nicht, der war direkt nach dem Mord, nachdem wir den Typen beim Mord abgegeben haben. Achso, nee, wenn wir sterben außerhalb der Mission, dann gehen wir mit allem Fortschritt wieder aus dem Krankenhaus raus. Ja, wie gesagt, ein bisschen doof, dass der Typ jetzt nicht hier ist. Wobei, wir können eigentlich theoretisch mit der Seilbahn hochfahren. Oh, Schießerei! Geil, da ist eine Schießerei. Aber, ich würde sagen, trotzdem gibt es an dieser Stelle jetzt hier das Ende des Streams, weil ich, wie gesagt, jetzt mein Essen wird gleich fertig sein und dann, ich möchte nicht, dass es überkocht hier, die Würstchen. Genau, du wolltest wissen, wie viel Prozent ich habe aktuell, Tobinator. Aktuell 73,8. Wow, wir haben 0,8% heute geschafft. Wobei, wir haben auch nur eine Mission gemacht und sind sonst nur ein bisschen rumgefahren. Und ja, die Zeiten von den Speicherständen stimmen überhaupt nicht mit der Realität überein. Aber wie dem auch sei, ich würde sagen, das war's mit dem heutigen Stream. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier bin ich jetzt übrigens
verdammt. Hier bin ich jetzt übrigens auch zu hoch, nachdem ich das am Anfang des Streams gekloppt habe. Ja, aber dafür flackert es jetzt nicht mehr so wirklich krass, außer hier auf der Seite manchmal, aber egal. Ja, oh, so viel wie du. Oh, dann sind wir wahrscheinlich circa gleich auf, schätze ich mal. Außer du hast jetzt viel mehr oder viel weniger gemacht als ich an Nebenmissionen und sowas. Man kann wahrscheinlich das Spiel jetzt schon abgeschlossen haben, wenn man überhaupt keine Nebenmissionen macht zum Beispiel. Wie dem auch sei, bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, ich bin mir noch nicht sicher, ob Freitag oder Samstag, eventuell Sonntag, Uhrzeit weiß ich noch nicht. Kann sein, dass es spontan ist, eventuell gibt es ein Ankündigungsvideo. Ich würde sagen, bis dahin sage ich aber jetzt erstmal bis zum nächsten Stream und bis dahin sage ich Tschüss, Leute.